Dieser Vortrag ist, glaube ich, der vierte in einer Reihe. Die Reihe ist über den Buddha und seine Schüler. Und wir haben jetzt drei Vorträge gehabt über den Buddha selbst und einen über seine Schüler. Das war Ananda Sariputra Moggallana, wenn ich mich das richtig erinnere. Ja, und heute ist es wieder ein Vortrag über einen von den Schülern des Buddha, und zwar über Devadatta. Und Devadatta ist nicht bekannt für seine Heiligkeit, sondern weil er angeblich versucht hat, den Buddha zu töten und eine Spaltung im Sangha zu verursachen. Und Devadatta ist eine interessante Figur. Er ist ein bisschen wie der christliche Judas Iskariot. Also Judas Iskariot ist bekannt, weil er war einer von den Aposteln und er war Verräter und indirekt eigentlich auch Mörder. Jesus, weil er Jesus an den Behörden verraten hat. Und dieser Judas ist auch eine sehr interessante Figur, weil er Symbol ist. Ja, es ist nicht nur, dass er das gemacht hat, aber es ist Symbol für das Schlechte. Ja, das Schlechte in Opposition zum Guten. Und in diesem Sinn ist er in der, sozusagen in der äußeren Realität das, was gleichzeitig in der inneren Realität passiert. Ja. Innerlich haben wir immer einen Konflikt zwischen das Gute oder das Böse in uns, oder vielleicht, wie man das eher im Buddhismus formulieren würde, unsere Neigung zum Heilsamen und zum Unheilsamen. Das ist ein Konflikt miteinander. Und im Christentum ist dieser Konflikt zum Ausdruck gebracht in diese Geschichte von Judas Iskariot, der Jesus verrät. Etwas Ähnliches können wir auch im Buddhismus finden, und da ist diese Judas-Figur ist zum Ausdruck gebracht in Devadatta. Also, wer war Devadatta? Devadatta war Vetter und Schwäger des Buddha. Jetzt sind die Familienverhältnisse zu dieser Zeit etwas kompliziert, und ich finde es schwierig auch zu erklären, wie er gerade Vetter und Schwäger war. Ich würde es auch nicht machen, Männer hatten mehrere Frauen und so, alles zu kompliziert, um das zu erklären. Jedenfalls, Devadatta ist jemand aus dem direkten Familienkreis des Buddha. Das erste, was wir von ihm lesen in den buddhistischen Schriften, ist eigentlich seine in die Hauslosigkeit gehen und seine Ordination. Die Zeit, worüber wir sprechen, ist etwa ein Jahr, nachdem der Buddha Erleuchtung erlangt hat. Ja, also der Sangha, die spirituelle Gemeinschaft vom Schüler des Buddha, ist zu dieser Zeit noch sehr klein. Da gibt es vielleicht einige hunderte Mönche oder Wanderer, die zum Schüler des Schülers Buddha geworden sind, vielleicht auch tausende, ich weiß es nicht, aber relativ klein, lange nicht so groß wie am Ende des Lebens des Buddha. Und was passiert ist, dass zwei Brüder aus der Shakya-Stamm, das ist auch der Stamm, woraus der Buddha geboren ist, dass zwei von diesen Brüdern, Anuruddha und Mahanama, die reden miteinander. Und Mahanama sagt, ich möchte gerne in die Hauslosigkeit gehen. Ich möchte gerne Schüler des Buddha werden. Das Leben, so wie wir das haben, das gefällt mir nicht. Ich möchte gerne fortgehen. Und er will es gerne mit seinem Bruder Anuruddha machen. Aber Anuruddha sagt, ja, das ist schon gut, aber ich habe keine Zeit. Ich habe Sachen zu tun. Und dann sagt Mahanama, das ist gerade das Problem. Wir haben niemals Zeit. Ja, wir haben niemals Zeit, das wirklich Wichtige in unserem Leben zu machen. Ja. Jeden Tag kommen die gleichen Aktivitäten zurück. Ja. Jedes Jahr macht man wieder die gleiche Sache und so geht das Leben vorbei. Am Ende des Lebens merkt man, es ist vorbei und man hat nicht das gemacht, was wirklich wichtig war. Und Mahanama schafft es, Anuruddha davon zu überzeugen, auch in die Hauslosigkeit zu gehen. Aber ich vermute, das sind beide noch relativ junge Männer. Anuruddha geht zu seiner Mutter, um Erlaubnis zu fragen, das zu machen. Und die Mutter sagt, okay, wenn er sterben würde, dann könnte ich nichts dran machen. Aber wenn er in die Hauslosigkeit gehen würde, dann würde ich euch beide verlieren. Und das möchte ich nicht. Also nein, das wird nicht passieren. Und sie fragen zum zweiten Mal, wie das gebrauchlich ist in buddhistischen Texten. Und die Mutter sagt wieder nein. Und fragen sie zum dritten Mal. Und jetzt kann sie sich nicht mehr davon entziehen. Sie kann nicht mehr nein sagen. Aber was tut sie? Sie macht einen kleinen Trick. Sie sagt, okay, Anuruddha, du kannst gehen, aber nur, wenn Bhadiya
auch in die Hauslosigkeit geht. So, wer ist Badia? Badia ist ein ziemlich wichtiger Mensch mit Verantwortlichkeiten, hat sehr viel zu tun und kann einfach nicht so aussteigen. Ja? Und die Mutter denkt, Badia wird das nicht machen. Und wenn Badia das nicht macht, kann Anna Buddha das nicht machen. Und auch Mahanama nicht. Also sie hat diesen kleinen Trick. Aber Anna Buddha lässt sich nicht davon von seinem Ziel wegbringen. Anna Buddha geht zu Badia und sagt, Badia, ich möchte gerne in die Hauslosigkeit gehen und du musst mitmachen, weil ich kann nur in die Hauslosigkeit gehen, wenn du auch mitmachst. Und Badia, wahrscheinlich auch ein Freund, sagt, okay, ich will dich helfen, ja? Aber ich kann nicht in die Hauslosigkeit gehen. Ich habe keine Zeit. Und sagt Anna Buddha, gut, du hast mich versprochen zu helfen. Die einzige Art und Weise, worauf du mich helfen kannst, ist in die Hauslosigkeit zu gehen. Und dann hat Badia ein Problem und hat gesagt, okay, ich will dich helfen. Ja? Und jetzt musst du das auch machen. Und dann sagt er, okay, in 7 Jahren, dann komme ich mit. Und das andere sagt, nein, dauert nicht so lange. 6 Jahre, ne, 5 Jahre, ne. Und so geht es weiter. Und Anna Buddha handelt Badia runter bis zu 7 Tagen. Ja? Und dann sagt Anna Buddha, gut, in 7 Tagen gehen wir. Also sie haben sich entschieden. Und sie sammeln auch noch ein paar andere Freunde dazu. Ja? Da kommt noch 4 andere kommen noch dazu. Ananda, ja, Ananda, der später sehr wichtig wird, auch ein Vetter des Buddha, wird später sehr wichtig als, ja, persönliche Begleiter des Buddha. Eine Bhagu, eine Kimbila, vielleicht für Leute, die die Namen schon mal gehört haben, ist eine der 3 Anurudas aus dem Gosingawald-Sutra. Und dann zum 4. Devadatta. Ja, also hier kommt Devadatta zum ersten Mal rein. Interessant ist, dass wir in diesem Zeitpunkt nicht mehr hören von Mahanama, der das alles angefangen hat. Er scheint verschwunden zu sein. Aber jedenfalls, diese 6 Männer entscheiden sich jetzt, in die Hauslosigkeit zu gehen. Und normalerweise machen sie das so, dass sie dann das Land oder diesen Bereich, wo sie wohnen, verlassen, über die Grenze gehen, dann ihre Kleider ablegen, also diese Shakyas sind wahrscheinlich, kommen wahrscheinlich aus einer aristokratischen Schicht. Also ihre gute Kleider und ihre Reichtümer ablegen, ihre Haare schneiden und dann in Lumpen weitergehen. Und sie haben dann auch ihre Haarenschneider gefragt, mitzukommen, Upali, also, dass sie dann die Haare schneiden kann. Also sie machen das, Upali kommt mit, sie überschreiten die Grenze des Shakya-Reichs, sie ziehen sich um in Lumpen, lassen sich ihre Haare schneiden und schicken dann Upali zurück. Aber Upali denkt, ah, das ist nicht zu gefährlich. Ja, wenn ich jetzt diese Kleider von diesen Shakya-Prinzen zurückkomme, dann denken die anderen Shakyas vielleicht, dass ich sie umgebracht habe. Und die können mir, ich weiß nicht, was tun. Also Upali sagt, nee, das mache ich nicht. Und er entscheidet sich auch, in die Hauslosigkeit zu gehen, mitzugehen. Das ist eigentlich interessant, aber er wird später der große Fachmann für Ordensrecht und für mönchische Etikette. Also er wird später ein sehr wichtiger Mönch. Also man weiß nicht, was man tut, wenn man mitkommt, um die Haare von Leuten zu schneiden. Da kann man große Folgen haben. Ja, dann sind sie mit 7 und sie verbleiben dann in Anupia und da treffen sie sich eine Weile später mit dem Buddha. Und sie fragen ihn um Ordination im Orden. Das zeigt auch, dass diese Sangha eigentlich noch relativ klein ist. Das sind zu dieser Zeit noch keine anderen Mönche, die Ordination geben können. Später ist das so. Dann gibt es überall Gruppen von Mönchen und die können auch neue Mönche ordinieren. Aber hier muss der Buddha noch mal vorbeikommen. Und der Buddha stimmt zu, er wird sie ordinieren. Und jetzt ist noch eine kleine interessante Sache dran. Die andere Shakyas, die 6 Shakyas, sie fragen den Buddha, ob er Upali, den Haarenschneider, als erster ordinieren kann. Also warum würde das sein? Es gibt in dieser Zeit schon die Kasten in Indien. Ja? Und die Kshatriya, die Shakyas, die gehört wahrscheinlich zu den Kshatriya-Kasten.
die Kriegerkaste, die eigentlich in, zu diesem Zeitpunkt der höchste Kaste. Und Upali war wahrscheinlich ein Unberührbarer, ja, also die niedrigste Ebene, ja, war ein Haarschneider. Und die Shakyas, die wollten wirklich Zuflucht nehmen, die wollten wirklich in die Hauslosigkeit gehen und die wollten auch das ganze Kastensystem hinter sich lassen. Ja. Und sie haben gefragt, lass mal Upali als erstes ordiniert werden, dann müssen wir auf Upali Ehre zeugen oder zeigen. Ja. Er wird dann ja, Senior sein, er wird der ältere Mönch sein und wir werden weniger sein. Also sie nutzen das als eine Gelegenheit, um ihre eigenen Stolz abzubauen. Und der Buddha hat das auch tatsächlich gemacht. Und dann sagt der Text, dass Devadatta's erste Erfolg war, dass er supernormale, also magische Geisteskräfte entwickelt hat. Und das ist in diesem Punkt noch nicht wichtig, aber später wird das wichtig. Und dann verschwindet Devadatta eigentlich mehr oder weniger in die Anonymität des Mönchordens. Ja? Es gibt immer so einen Bericht, dass er sich nach seiner Ordination sich wirklich bemüht, um sich weiterzuentwickeln. Und die Laien scheinen ihm auch, scheinen von ihm beeindruckt zu sein, wegen seiner magischen Kräfte. Aber sonst hört man nicht so viel über ihn. Ja, dann kommen wir jetzt zu der Geschichte über die Spaltung und über die Anschläge auf den Buddha. Und das ist 36 Jahre später. Ja, also es ist eine ganze Menge Zeit dazwischen vergangen. Der Buddha ist jetzt 72 Jahre alt. Der Sangha ist stark gewachsen und hat sich etabliert. Jetzt gibt es nicht nur ja, die einzelnen Wanderer oder vielleicht kleine Gruppen von Wanderern und Waldeinsiedler, die durch die Wälder zieht, sondern auch Klostergemeinschaften, ja, in der Nähe von Dörfern und Städten. Und der Buddha ist eigentlich nicht ganz glücklich mit dieser Entwicklung, dass Mönche sich sozusagen in Gruppen zusammengesammelt haben und Kloster aufgebaut haben und in der Nähe von Dörfern und Städten leben. Und er fragt sich, ob diese neue Generation der Mönche das spirituelle Leben nicht etwas zu leicht nimmt. Und er redet mit Mahakashyapa, einer von seinen ja, guten Freunden im Orden, im Mönchorden, und er sagt, der jungen Mönchgeneration mangelt es an Glaubensvertrauen, Zurückhaltung, Eifer und Einsicht. Sie zeige Anzeichen des Rückschritts. Also da würde man nicht ganz glücklich. Und dann lesen wir, dass auch Devadatta sich Sorgen macht. Na, Devadatta ist der Vertreter der asketischen Praktiken. Ja. Er ist ein Musterbeispiel für den Waldeinsiedler, der ein sehr einfaches und isoliertes Leben führt. Und er glaubt, dass der Buddha sehr viel strikter gegen die Verweichung, so wie er das sieht, in der Verweichung des Ordens auftreten soll. Ja. Der Buddha soll eingreifen. Und er macht sich auch Gedanken darüber, was er machen würde, wenn er mal den Orden führen würde. Ja. Also er kommt in Opposition zum Buddha. Und eigentlich ist er auch machtgierig. Er würde gerne die Macht vom Buddha übernehmen. Und was immer passiert mit Leuten, die Macht ergreifen wollen, sie suchen sich mächtige Freunde. Und das macht Devadatta auch. Und er sucht sich als Freund Ajatasattu. Und das ist der Sohn von Bimbisara, der König von Magadha. Ja, also er ist der Prinz von Magadha. Und wie er Kontakt mit Ajatasattu macht, ist interessant. Hier kommen seine magischen Kräfte rein. Er zeigt sich Ajatasattu als ein Kind mit einem Gürtel von Schlangen um sich herum. Also eine magische Erscheinung. Und Ajatasattu sieht das und denkt, das sieht eigenartig aus. Das könnte möglicherweise einer von diesen buddhistischen Mönchen sein, die mal ihre magischen Kräfte ausprobieren. Und er sagt, wie bist du denn? Und er sagt, Devadatta sagt, ja, ich bin Devadatta. Und dann sagt ja Ajatasattu, okay, zeig dich dann mal wieder in deine normale Form. Und Devadatta macht das. Aber Ajatasattu ist doch sehr, sehr beeindruckt davon, dass Devadatta diese Fähigkeit hat. Und sie bauen eine kleine Freundschaft auf. Ajatasattu zeigt ihn für Ehren, gibt ihm große Spenden. Und was passiert ist, dass Devadatta
immer mehr übermütig wird. Ja? Er kann das doch alles und er hat diesen Sohn des Königs als Freund. Warum sollte er nicht den Orden aufführen? Ja? Er war doch genauso weit wie den Buddha, vielleicht schon weiter, wir wussten es nicht, aber er hatte so diese übermütige Gedanke. Und er geht dann auch letztendlich zum Buddha. Und er macht dem Buddha einen Vorschlag. Und das verpackt er auch ganz schön. Er sagt, Herr, du bist alt und müde. Der Orden ist eine große Belastung für dich. Nimm doch deine Ruhe. Ja, ich bin gerne bereit, von dir zu übernehmen. Aber der Buddha sieht, was passiert und sagt, nein. Und so wie immer in diesen Schriften dann fragt, oder dann bittet Devadatta sich zum zweiten Mal an und er bittet sich zum dritten Mal an und dann zum dritten Mal sagt der Buddha, ich würde den Orden noch nicht meinen besten Schülern Sariputra und Moggallana übergeben. Umso weniger so ein Schmeichler wie du. Ja, also der Buddha kommt jetzt wirklich raus. Und der Buddha organisiert auch eine allgemeine Bekanntmachung in Rajagriha, dass man Devadatta nicht mehr als Vertreter der Buddha-Lehre betrachten soll. Also, er sagt eigentlich, man soll Devadatta nicht mehr vertrauen. Und Devadatta ist natürlich beleidigt und sinnt auch Rache. Er setzt sich dann erstmal wieder mit seinem Freund Ajatasattu zusammen. Eigentlich haben diese zwei sehr viel gemein. Ja? Sie sind beide ambitiös. Ajatasattu möchte das Königreich von seinem Vater übernehmen. Ja, er möchte nicht warten, bis sein Vater das selbst überreicht oder mastiert. Er möchte das jetzt haben. Und Devadatta möchte den Orden übernehmen. Also die haben da etwas Ähnliches. Und was tut Devadatta? Er ermutigt Ajatasattu, seinen Vater umzubringen. Er sagt, wenn du ihn umgebracht hast, kannst du König werden. Und Ajatasattu versucht das tatsächlich. Ja, er schleicht in den Palast von seinem Vater rein mit einem Messer, wird aber von Wächter beim Schlafzimmer von seinem Vater verhaftet und muss dann eingestehen, dass er vorhatte, seinen Vater zu töten. Und was tut er? Er beschuldigt Devadatta davon, dass Devadatta ihn dazu ermutigt hat, ja, was natürlich stimmte. Jetzt wollen die Wächter eigentlich beide erstmal töten. Aber die Sache kommt dann doch erst vor den König und der König ist dann nicht damit einverstanden und der König sagt, okay, wenn er dann so dringend mein Königreich haben will, dann kann mein Sohn mein Königreich haben, ich ziehe mich zurück. So, ja, der Ajatasattu hat sein Ziel erreicht und Devadatta kommt auch gut weg. Später, das gehört dann nicht zu dieser Geschichte, aber was später passiert ist, dass Ajatasattu seinen Vater ins Gefängnis schmeißt und ihn da verhungern lässt und Bimbisara stirbt tatsächlich im Gefängnis. Aber jetzt, zu dieser Zeit, ist es nicht nur so, dass, dass Devadatta dann Ajatasattu anspornt, den Buddha umzubringen. Jetzt ist Ajatasattu schlau. Ja? Er denkt, der Buddha ist eine sehr, sehr populäre Figur. Wenn ich das tue, dann habe ich Schwierigkeiten. Also er sagt da nicht Nein dazu, aber er gibt seinen Soldaten den Befehl, Devadatta zu gehorchen. Ja? Und in dieser Weise ermöglicht er es, dass Devadatta die Soldaten benutzen kann, um den Buddha umzubringen. Und Devadatta organisiert den Anschlag und er sorgt dafür, dass es einen Soldat gibt, die an einem Pfad entlang, wo der Buddha immer vorbeikommt, da wartet. Und wenn der Buddha dann vorbeikommen würde, würde dieser Soldat den Buddha töten. Ja, und da waren noch andere Soldaten, die dafür, wenn das falsch gehen würde, würden die nochmal dafür sorgen, dass das dann passieren würde. Aber was passiert? Der Buddha kommt vorbei und der Soldat, der diesen Auftrag hat, sieht den Buddha und realisiert sich, dass er das einfach nicht machen kann, dass er nicht den Buddha töten möchte. Und er wirft sich hin vor den Buddha, gesteht ein, dass er vorhat, ihn zu töten und fragt um Verzeihung, was der Buddha ihm gibt. Und Buddha zieht ihn dann weg und so geht es auch mit den anderen Soldaten und letztendlich passiert nichts. Also dieser Anschlag ist dann erstmal misslungen. Aber Devadatta hat noch nicht aufgegeben, er organisiert zwei weitere Anschläge.
Der erste Anschlag, passiert in der Nähe vom Geiergipfel. Ja, das ist ein großer Felsen in der Nähe von Rajagriha, wo der Buddha oft war. Und was er tut, er stellt sich da so auf, dass er einen sehr großen Felsenbrocken runterwerfen kann, auf dem Pfad, wo der Buddha vorbeikommt und versucht ihn so zu töten. Ich war selbst da vor 3-4 Jahren und ja, diese Hügel selbst ist eigentlich nicht so starr, aber es gibt eine Stelle, wo es tatsächlich einen Hang gibt und der Pfad geht unten entlang und man kann sich vorstellen, dass dieser Anschlag da passiert sein könnte. Aber was passiert? Diese große Felsenbrocken rollt vorbei und trifft den Buddha nicht. Aber ein Teil von diesen Brocken springt ab und verletzt den Buddha im Fuß. Aber der Buddha ist nicht ernsthaft verletzt und sein Fuß heilt sich wieder. Dann versucht Devadatta nochmal einen weiteren Anschlag. Es gibt in Rajagriha ein Stall mit Elefanten und einer von diesen Elefanten ist wild und bekannt dafür, dass er Menschen tötet. Und Devadatta redet mit dem Elefantenbesitzer und fragt diesen Mann, diesen Elefant freizulassen auf dem Punkt, wo der Buddha auf dem Weg vorbeikommt. Und das passiert auch. Der wilde Elefant stürmt auf den Buddha zu, aber dann gerade, wenn er bei dem Buddha ist, hält er ein und verneigt sich vor dem Buddha. Und der Buddha streicht ihm über den Kopf. Also diese verrückte Elefanten war nicht imstande, den Buddha zu verletzen, weil der Buddha hatte so eine starke, sag mal so eine Aura von Positivität um sich herum. Ja, der Sangha wird natürlich ganz besorgt, ja, um den Buddha und sie organisieren eine Wache um den Hütte von dem Buddha herum. Und da gehen sie rum und reden miteinander und versuchen sicherzustellen, dass der Buddha nichts passieren kann. Aber der Buddha müsste in Ruhe gelassen werden. Ja? Und er schickt diese Wache weg und sagt auch, er macht sie klar, ein Buddha kann unmöglich durch Gewalt umgebracht werden. Ja? Er kann unmöglich gegen seine Wille umgebracht werden. Jetzt, dass diese Anschläge nicht gelungen sind, entscheidet Devadatta sich, eine Spaltung im Orden zu verursachen. Ja? Mit der Hoffnung, dass er dann die Hälfte des Ordens für sich gewinnen könnte und dass er dann über diese Hälfte Führer des Ordens sein würde. Und wie will er da rangehen? Er will dem Buddha einen Vorschlag machen, die Ordensregel in 5 Punkte zu verschärfen. Ja, aber also, das war also sein Hauptanliegen. Er wollte eine mehr asketische Praktik haben und er macht jetzt dem Buddha diesen Vorschlag, dass so alles viel asketischer werden. Aber er weiß eigentlich, dass der Buddha nicht akzeptieren wird. Und das wird für ihn dann die Gelegenheit sein, zu sagen, okay, mach du weiter in deiner Weise, ich mache weiter in meine Weise. Und ich nehme diese Mönche mit, als meine Schüler mit mir mit. Ja, und das macht er. Und die 5 Punkte sind, erstmal, die Mönche sollten künftig nur im Wald leben, ja, also die Kloster sollen abgeschafft werden. Sie sollten nur erbettelte Speisen essen, also sie sollen keine Einladung mehr annehmen von Laien, die dann ein großes Fest für sie organisieren, aber nur erbettelte Speisen sollen sie essen. Sie sollten sich in Roben aus selbst zusammengesuchten Lumpen kleiden. Ja, also sie sollten keine Spenden von schönen Roben von den Laien mehr annehmen. Sie sollten nicht mehr unter einem Dach, sondern nur unter Bäumen schlafen, auch in der Regenzeit. Ja, das ist natürlich in der Regenzeit das ist eine schwierige Sache, aber dann regnet es ständig und dann will man schon gerne ein Dach über seinen Kopf haben. Und die 5. Regel war, sie sollten absolut vegetarisch leben, also auch kein Milch und Eier mehr essen. Also, er macht dem Buddha diesen Vorschlag und der Buddha erwartet, so wie erwartet, dass er da nicht damit einverstanden ist, das als Verpflichtung zu machen. Ja? Er sagt, die Mönche sind frei, genauso zu leben, wie du sagst, aber das soll keine Verpflichtung sein.
Und darauf sagt dann Devadatta, dass er sie für verbindlich halte und dass die anderen Mönche eingeladen sind, sie auch für verbindlich zu halten. Ja. Und nicht, so wie er das formuliert, nicht ein Freund des üppigen Lebens zu sein. Ja. Also damit beschuldigt er auch den Buddha, dass der Buddha soll ja, zu weich sein, ein Freund des üppigen Lebens sein. Und damit wird dann die Spaltung in Gang gebracht. Und die Spaltung wird dann definitiv, wenn Devadatta ansagt, dass er zukünftig den Vollmondtag getrennt von dem Buddha mit seinen eigenen Mönchen feiern will, ja, und ein eigenes Ordensrecht einführen will. Also damit ist absolut klar, da wird der Orden getrennt. Und dann festigt er sich mit einem großen Schar von frisch ordinierten, unerfahrenen Mönchen in Gaya. Die erfahrenen Mönche, die sind weise genug, die bleiben bei dem Buddha, aber diese jungen Mönche kommen mit Devadatta mit. Und der Buddha verurteilt natürlich diese Spaltung und ist sehr traurig darüber, dass die jungen Mönche aus dem falschen Weg geführt werden. Und er fragt dann Sariputra und Moggallana, seine zwei wichtigsten Schüler, nach Gaya zu gehen, wo Devadatta ist, und die jungen Mönche zurückzubringen. Also Sariputra und Moggallana gehen dahin, treffen sich mit Devadatta und Devadatta ist erstmal ganz froh und sagt, ah, er kommt auch zu meinen Orden. Schön. Hatte ich schon gehofft, ja. Und Moggallana und Sariputra sagen erstmal nichts, sie setzen sich hin. Und Devadatta unterrichtet den ganzen Abend, aber am Spätabend sagt Devadatta, ja, es wird jetzt ein bisschen spät, ich werde mal ein bisschen schlafen. Und, dann sagen Sariputra, okay, mach mal, wir reden noch ein bisschen weiter. Und dann zu diesem Zeitpunkt geben Sariputra und Moggallana den jungen Mönchen die richtige Lehre des Buddha. Und sie sehen ein, die Mönche sehen ein, dass sie auf dem falschen Weg sind und gemeinsam mit Sariputra und Moggallana reisen sie ab und kehren zum Buddha zurück. Und nächsten Morgen wacht Devadatta auf und er ist so wütend, dass er erkrankt. Und nicht viel später stirbt er. Und dann ist diese Geschichte zum Ende gekommen. Also wenn man diese Geschichte anschaut, dann war Devadatta eine Schurke. Ja? Ein ambitiöser, verblendeter, rücksichtsloser Mensch. Ja? Ohne Respekt für den Buddha und seine Lehre. Und mit einer ungehemmten Gewaltbereitschaft. Also der Judas Iskariot des Buddhismus. Das absolute Gegenteil von dem, was der Buddha gelehrt hat. Aber stimmt das alles? Stimmen diese Schriften? Ja. Eigenartig ist, dass es in den buddhistischen Schriften auch Stellen gibt, die Devadatta in einem ganz anderen Licht stellen. Ja. Die sagen, Devadattas Verhalten ist makellos in Taten und Gedanken. Er rezitiert die Sutras, folgt die Ordensregel und bemüht sich in seiner Dharma-Praxis. Devadatta hat die richtigen Ansichten und kann die Lehre korrekt unterrichten. Auf einer anderen Stelle, der Buddha und Sariputra loben Devadatta für seine Heiligkeit und erwähnen seine große Geisteskräfte und Majestät. Devadatta wird erwähnt in einer Liste von 11 großen Heiligen, neben Sariputra, Moggallana, Ananda und andere. Der Buddha beschreibt sie als Brahmins, als erwachte Heilige, die das Böse ausgeschlossen haben, die immer achtsam sind, frei von allen Fesseln und erwacht. Devadatta praktiziert die Duttagunas, die große von den Buddha erlaubten asketische Praktiken. Zum Beispiel, er wohnt im Wald, lebt unter einem Baum, bettelt sein Essen und trägt Rumpen als Kleider. Er ist ein realisierter Meister mit magischen Geisteskräften. Die Laien sind von ihm begeistert und geben ihm Spenden. Er ist ein guter Lehrer. Diese Beispiele aus den Texten zeigen, dass Devadatta ein ernsthaft praktizierender, hochentwickelter, geehrter und geschätzter Mönch war. Vielleicht sogar ein Arahant, ein Erleuchteter. Also, wie passt das zusammen mit dem Schurkenbild von Devadatta? Also wir müssen uns tatsächlich die Frage stellen, wie zuverlässig sind die buddhistischen Schriften? Wir müssen uns ein paar Sachen feststellen. Erstmal gibt es keine Schriften, die aus der Lebenszeit es gibt keine Schriften, die
die aus der Lebenszeit des Buddha selbst kommen. Alle Texte wurden Jahrhunderte später aufgeschrieben. Also werden über Jahrhunderte lang, wenn sie mündlich überliefert, vor sie aufgeschrieben wurden. Und wenn man diese Sammlung von Texten hat, dann kann man auch wahrnehmen, dass manche von diesen Texten viel älter sind als andere. Also sind viel authentischer als andere. Andere Texte sind offensichtlich später geschrieben und später dazugefügt. Und die Texte sind auch oft nicht homogen. Ja? Die sind heterogen. Die sind zusammengesetzt aus alten Teilen, ja? Die alten Kerne der Texte, und spätere Ergänzungen, Sachen, die dazugefügt sind. Und man kann auch sehen, dass manche von diesen späteren Ergänzungen eher einen Erziehungswert als einen historischen Wert haben. Sie versuchen nicht zu sagen, was passiert ist, aber sie versuchen eine bestimmte Botschaft zu vermitteln. Also sie sind später eingefügt, um vielleicht einen bestimmten Aspekt der Lehre zu betonen. Oder vielleicht ein Thema mehr in der Breite zu behandeln. Also gegeben die Tatsache, dass diese Texte heterogen sind, ja, dass manche Sachen möglicherweise historisch sind, aber andere Sachen später eingebracht, aus didaktischen Gründen, kann man sich fragen, war Devadatta wirklich eine Schurke und was ist wahr an der Geschichte? Die neueste wissenschaftliche Untersuchungen, die haben gezeigt, dass die Textstellen, wo Devadatta als heilige und ernsthaft praktizierende Mönch dargestellt werden, älter und authentischer sind als die Textstellen, wo Devadatta negativ dargestellt wird. Und von den Texten, wo Devadatta negativ dargestellt wird, sind wieder die Stellen, die die Meinungsunterschiede zwischen Devadatta und dem Buddha darstellen, authentischer als die Stellen, die Devadatta als Schurke oder Mörderer darstellen. Also diese letzte, ja, eher bosartige Stellen, die scheinen später in den Text eingefügt zu sein. Also was könnte das bedeuten? Was ist authentisch und was nicht? Es ist alles spekulativ, ja? Aber man könnte möglicherweise das Folgende sagen. Erstmal, dass Devadatta wahrscheinlich doch tatsächlich ein hochrespektierter, weit entwickelter Mönch war, der sich aber sehr stark mit der asketischen Seite des spirituellen Lebens identifiziert hat. Und es ist möglich, dass es zwischen Devadatta und dem Buddha Meinungsunterschiede gab, ja, in Bezug auf die Führung des Ordens, ja, in Bezug auf dem asketischen Leben. Und dass Devadatta ein mehr asketisches Standpunkt vertreten hat und dass der Buddha mehr Raum für individuelle Bedürfnisse der Mönche gelassen hat. Es ist sogar möglich, dass Devadatta sich mit einer Gruppe von asketisch eingestellten Mönchen von dem breiteren Sangha zurückgezogen hat und ein mehr isoliertes Leben geführt hat. Es gibt eigentlich Hinweise dafür, dass so etwas tatsächlich passiert ist. Also viele Jahrhunderte nach dem Tod des Buddha gab es in der Nähe von Rajagriha noch Spuren von einer buddhistischen Sekte, die sich Schüler von Devadatta nannten und die ein sehr asketisches Leben führten. Es ist aber nicht sicher, dass der Buddha sich von Devadatta und seinen Schülern distanziert hat. Es gab wahrscheinlich auch in dieser Zeit Gruppen von Mönchen, die unterschiedliche Aspekte der Lehre betont haben. Und das war okay. Ja, was ist es denn mit diesem Konflikt in den Schriften? Ja, es ist möglich, dass der Konflikt zwischen Devadatta und dem Buddha, so wie das in den buddhistischen Schriften dargestellt wird, eine personifizierte Darstellung ist von einem späteren Konflikt zwischen mehr asketischen Mönchen und Mönchen, die ein leichteres, mehr entspanntes spirituelles Leben führen wollten. Ja. Und Devadatta personifiziert in diesem Konflikt die asketische Mönche und der Buddha personifiziert die mehr flexible und lässige Mönche. Und das Konflikt zwischen den Mönchen könnte sogar vielleicht nach dem Tod des Buddha oder viel später nach dem Tod von Buddha und Devadatta stattgefunden haben. Es ist nur durch den Buddha und Devadatta dargestellt in den Schriften.
Und die Darstellung dieses Konflikts in den buddhistischen Schriften zeigt den Buddha als wahre Lehrer und Devadatta als Verursacher einer Spaltung und als Mörder. Und deshalb ist es wahrscheinlich, dass die Darstellung von der Seite der lässigen Mönche produziert ist. Ja? Also man hat einerseits diese lässige Mönche und dann diese asketische Mönche. Die lässigen Mönche sagen, ja, wir sind, der Buddha ist unser Beispiel, die Asketische sagen, Devadatta ist unser Beispiel. Und dann sagen die lässigen Mönche, Devadatta war falsch. Ja? Und dann haben die lässigen Mönche ihre Position verstärken wollen, indem sie Devadatta schreckliche Taten zugeschrieben haben. Man konnte deshalb sagen, dass die Behandlung von Devadatta, also die Behandlung, die Devadatta in den buddhistischen Schriften von den lästigen Mönchen kriegt, eine Art von didaktischer Verleumdung ist. Man wollte didaktisch zeigen, dass Devadattas Standpunkt falsch war, ja, indem man ihn als Schurke dargestellt hat. Jetzt kann man sich fragen, wer waren denn diese asketischen und diese lästigen Mönche, die miteinander im Konflikt waren? Und hier muss man ein neues Modell für den buddhistischen Sangha formulieren. Ursprünglich gab es den Buddha und es gab Wanderer, Leute, die in die Hauslosigkeit gezogen waren. Die hatten das gemacht, weil sie für sich optimale Bedingungen schaffen wollten, ja, eine optimale Freiheit gewinnen, um den Dharma zu praktizieren. Außerhalb der Regenzeit haben sie keinen Wohnsitz. Sie wandern von Dorf zu Dorf, verbringen ihre Zeit aber primär im Wald und gehen nur in die Dörfer rein, um Almosen zu beten. Dann gab es dazu die Laien, die Menschen, die eigentlich ihre Lebensbedingungen nicht eingreifend geändert haben, um den Dharma zu praktizieren. Die sind in ihrer Familie geblieben, die sind zu Hause geblieben, die haben ihre Arbeit weitergemacht, die haben ihre Freundschaften weitergeführt, aber haben dann doch versucht, die Lehre des Buddha zu praktizieren unter diese Bedingungen. Also es gibt diese zwei Gruppen, die Laien und die Wanderer. Aber schon während der Lebenszeit des Buddha ändert sich das. Die Wanderer waren ursprünglich nur in der Regenzeit an einem festen Ort, weil man konnte dann einfach nicht herumreisen, es war alles viel zu nass. Aber was dann allmählich passiert ist, dass die Leute, die dann in der Regenzeit an einem Ort sind, da nach der Regenzeit hängen bleiben. Ja? Die bleiben einfach an einem Ort wohnen. Die sammeln sich auch in kleine Gruppen zusammen. Die gründen so kleine buddhistische Ecken sozusagen. Die gründen Viharas, Kloster. Und dadurch entsteht ein anderer Typ im Mönch. Nicht mehr der Wanderer, ja, der im Wald lebt, aber der Klostermönch. Also jetzt gibt es dann drei Ebenen. Es gibt Laien, es gibt Waldmönche und es gibt Klostermönche. Und jeder von diesen drei Ebenen entwickelt seine eigene Rolle. Ja? Die Laien, die praktizieren zu Hause und die unterstützen die Mönche, primär die Klostermönche, die in der Nähe vom Dorf wohnen, und auch die Waldmönche, die mal so hin und wieder reinkamen, die unterstützen die durch Almosen und Spenden. Eigentlich die Waldmönche unterstützen sie primär durch Almosen, durch Essen. Und die Klostermönche, die kriegen eigentlich mehr und mehr Spenden. Dann die Klostermönche, die praktizieren primär die ethische Verhaltensregeln, so wie die in dem Ordensrecht festgelegt sind, die Pratimoksha. Und die sorgen dafür, dass die alten buddhistischen Texten, die Sutras, aufbewahrt werden und weitergegeben werden. Und sie unterrichten die Laien. Und dann drittens die Waldmönche, die ziehen sich zurück im Wald, die meditieren, entwickeln Einsicht und erlangen Erleuchtung. Zwischen diesen Gruppen gab es viel Spannung. Ja? Vor allem zwischen den Waldmönchen und den Klostermönchen. Man könnte sagen, die asketischen Mönchen und die lästigen Mönchen. Ja? Also die Waldmönche beschuldigten die Klostermönche von Lästigkeit in ihrer Praxis von Meditation und von mangelndem Interesse an Erleuchtung. Und die Klostermönche beschuldigt die Waldmönche von übertriebener Askese und Intoleranz. Aber eigentlich waren letztendlich alle drei Gruppen waren wichtig für die Existenz des Dharma. Die Waldmönche sorgten für die spirituelle Kontinuität der Lehre, indem sie Einsicht und Erleuchtung erlangten. Die Klostermönche
sorgt nun für die praktische Kontinuität der Lehre, indem sie die alten Texten konservierten, ja, sie weitergaben und die Laien unterrichteten und ein Standard für ethisches Verhalten in der Gesellschaft setzten. Und die Laien ermöglichten es den Mönchen zu praktizieren, indem sie sich nicht mehr um ihre Lebensunterhalt kümmern mussten. Also dieses Modell von drei Ebenen war nicht völlig harmonisch, aber war jedenfalls für die weitere Verbreitung von Dharma sehr, sehr nützlich. Interessant ist aber, dass wir jetzt nur noch dieses Modell mit zwei Schichten kennen. Ja? Das ist das Modell von den Laien und den Mönchen. Ja? Das ist die gegenwärtige Theravada-Tradition. Es gibt Laien und Mönche. Und die Mönche sind Klostermönche. Also was ist mit dem Waldmönche passiert? Über die Jahrhunderte ist das Ideal der Waldmönche immer mehr abhanden gekommen. Und das kann man auch verstehen. Die Klostermönche, die formten eine gut organisierte Gruppe. Und diese Gruppe konnten ihren Nachwuchs auch organisieren. Die konnten dafür sorgen, dass es neue Mönche gab. Die Waldmönche aber, die waren isoliert. Und die waren nicht organisiert. Ja, es war sehr viel schwieriger, neue Generationen von Waldmönchen zu bekommen. Die entstanden nur, wenn Laien oder Klostermönche sich entschieden, in die Hauslosigkeit zu gehen und sich ins Wald zurückzuziehen. Und es war natürlich auch so, dass die Klostermönche die Laien unterrichteten, ja, und die Schriften redigierten. Und die Klostermönche, die waren dazu geneigt, abwegig über das Waldmönch-Ideal zu reden. Ja. Also die haben auch das Waldmönch-Ideal nicht stimuliert. Und deshalb musste allmählich das Waldmönch-Ideal verloren gehen. Und jetzt haben wir nur noch die zwei Ebenen von Laien und Klostermönchen. Übrigens für diejenigen, die in diesem Thema interessiert sind und mehr darüber lesen möchten, das kommt alles aus diesem Buch Buddhist Saints in India von Reginald Ray. Es ist Englisch. Wir haben zwei Exemplare in der Bibliothek. Das ist sehr interessant. Wenn man Zeit hat, war es dick. Okay, von diesem Hintergrund können wir jetzt verstehen, warum Devadatta so einen schlechten Ruf in den buddhistischen Texten bekommen hat. Ja? Die Texte, die wurden geschrieben und weitergegeben von den Klostermönchen, ja? Also den lässigen Mönchen, in den Augen von den Waldmönchen. Und diese Klostermönche kritisierten das asketische Waldmönchideal. Und Devadatta war ein Musterbeispiel für dieses Waldmönchideal. Ja? Also sie kritisierten Devadatta. Devadatta wurde mit Argwohn betrachtet, schrittweise immer mehr negativ dargestellt, über die Jahrzehnten, Jahrhunderten, ist endlich verleumdet und von der Spaltung des Sangha und Anschlägen auf das Leben des Buddha beschuldigt. Devadatta hatte keine Chance, ja, hatte keine Chancen in den Augen von den Mönchen, die die Schriften redigierten. Ja, soll man denn jetzt die Schlussfolgerung sehen, dass die buddhistischen Texte unzuverlässig sind, ja, und dass die Texte über Devadatta wertlos sind? Ich glaube es nicht. Ich glaube, man soll diese Texte nicht als historische Wahrheit verstehen, sondern als Belehrung. Und die Devadatta-Episode hat in den Schriften die folgende Bedeutung. Erstmal soll sie auf die Gefahr von Selbstüberschätzung und spiritueller Arroganz hinweisen. Ja? Hochmut kommt vor dem Fall. Devadatta hat sich mehr und mehr gesehen als Führer der Sangha, des Sanghas, und wollte von dem Buddha übernehmen, aber hatte nicht die gleiche Entwicklung des Buddha und letztendlich führte das zu Problemen. Ja, ob das historisch so war, ist eine andere Sache, ja, aber als Belehrung kann man das so darstellen. Dann hat die Stelle die Bedeutung, dass auf die Gefahr von Entwicklung von magischen Kräften hingewiesen wird. Ja. Magische Kräfte werden im Buddhismus immer mit einem Fragezeichen betrachtet. Ja. Sie haben keinen spirituellen Wert an sich und sie können sehr leicht zu Selbstüberschätzung, zu Arroganz, zu spiritueller Arroganz führen. Und so passiert das mit Devadatta.
Die Geschichte wird auch benutzt, um auf die Gefahr von Spaltung im Sangha und Desintegration des Sanghas hinzuweisen. Das Schlimmste, was mit dem Sangha passieren kann, ist, dass die Einheit verloren geht. Und diese Geschichte ist benutzt worden, um darauf hinzuweisen, dass eine Spaltung im Sangha gefährlich ist. Und dann wird die Geschichte benutzt, um zu zeigen, dass die positive Geisteskraft des Buddha alle Negativität überwinden kann. Der Buddha ist zwar verletzbar, das haben wir gesehen mit diesem Vorfall mit dem Felsen, wo ein Stück sein Fuß verletzt hat, aber der Buddha kann nicht vernichtet werden. Er kann nicht durch Gewalt vernichtet werden. In all diesen Stellen, in all diesen Texten, ist eben dass da keine historische Figur mehr, sondern ein Symbol. Ein Symbol für alles, was im spirituellen Leben falsch gehen kann. Man kriegt fast den Eindruck, dass wenn irgendwelcher Mensch einen Fehler macht, er sofort Devadatta heißt. Also wenn Devadattas Name in den Schriften erscheint, dann muss man aufpassen, dann ist etwas los. Und in dieser Hinsicht ist Devadatta der archetypische Sündenbock im Buddhismus. Inwieweit stellt die Geschichte von Devadatta die allgemeine Glaubwürdigkeit der buddhistischen Texte in Frage? Das ist eigentlich eine Frage, wovon ich mich auch erinnere, dass Dharmadipa in seinem ersten Vortrag ein bisschen darauf eingegangen ist. Mit buddhistischen Texten muss man immer kritisch sein. Eigentlich mit allen Texten muss man immer kritisch sein. Was man auch liest, man muss kritisch sein. Wenn man etwas studiert, muss man nicht annehmen, das steht schwarz auf weiß auf Papier, das stimmt. Nein, es ist nicht das Wort Gottes, es ist ein Text. Und man muss sich die Frage stellen, geht es hier um historische Gegebenheiten oder um eine Belehrung? Die buddhistischen Texte liefern keine absolute Wahrheiten, sondern Methoden und Hinweise, und sie sind nur ein Mittel, um mit der Lehre des Buddha in Kontakt zu kommen. Und letztendlich kann man nur die Methoden ausprobieren und überprüfen, ob sie tatsächlich zu Einsicht und Erleuchtung führen. Und das ist auch, was der Buddha selbst empfohlen hat. Er hat gesagt, glaub mir nicht, sondern überprüfe meine Lehre in deine eigene Erfahrung. Ich will jetzt nochmal ganz kurz zu diesem Modell zurückkommen mit den drei Ebenen. Weihe, Waldmönche, Klostermönche. Und dann kommt die Frage, was ist die Bedeutung von diesem Modell für das moderne Buddhismus, für Buddhismus in diesem Jahrhundert? Ja, können wir etwas mit diesem Modell anfangen? Passt das in unsere eigene Erfahrung? Das Bild des Buddhismus im Westen ist sehr stark von traditionellen Theravada-Modell der zwei Ebenen geprägt. Ja. Man ist entweder Laie oder Mönch. Ja. Wenn man Laie ist, soll man den Mönch dienen. Wenn man Mönch ist, kann man sich von den Laien versorgen lassen. Die Mönche sind die wahren Buddhisten, die Laien praktizieren nur Großzügigkeit, um einen guten Wiedergeburt zu bekommen. Das ist ein bisschen schwarz-weiß dargestellt, aber diese Einstellung kann man zurückfinden. Und dieses Modell ist so bestimmend, dass viele traditionelle Buddhisten keine Ahnung haben, was sie mit Ordensangehörigen des westlichen buddhistischen Ordens anfangen können. Sind sie Laien oder Mönche? Sie sind keine Mönche, also müssen sie Laien sein. Dann soll man sie auch als Laien behandeln, also als Menschen, die nicht ernsthaft den Dharma praktizieren. Also diese Haltung habe ich selbst zum Beispiel in Berlin ziemlich stark erfahren, auf dem Kongress der Europäischen Buddhistischen Union. Es war einfach schwierig, als Dharma praktizierende ernsthaft genommen zu werden. Aber glücklicherweise trifft man diese ängstierende Haltung immer weniger. Das Buch, was ich gerade gezeigt habe, Buddhist Things in India, zeigt uns, dass das Modell der zwei Ebenen sowieso nicht stimmt. Und dass es ursprünglich diese drei Ebenen gegeben hat. Und wie könnte man diese drei Ebenen in unsere Situation übersetzen? Wie passt das in den FABO rein? Gibt es erstmal die Ebene der Klostermönche. Und das ist die Ebene des organisierten Buddhismus. Ja, die Klostermönche haben die Texte konserviert und weitergegeben, wir haben die Laien unterrichtet, wir haben ethische Ordenspraktiken erfüllt. Also die Ordensangehörige befinden sich auf dieser Ebene, wenn sie Aktivitäten für die FABO organisieren, wenn sie die Verwaltungsarbeit des buddhistischen Zentrums machen, wenn sie Vorträge geben,
wenn sie Meditation unterrichten, wenn sie Bücher über Buddhismus schreiben, wenn sie Ethik praktizieren. Dann geht es eben in der Wortmönche. Das ist die Ebene der spirituellen Praxis. Die Praxis von Meditation, die Praxis von Reflexion über die Wahrheit. Und die Ordensangehörigen befinden sich auf dieser Ebene, wenn sie ihre Meditationspraktik üben. Wenn sie in ihrer Wohngemeinschaft mit ihren Freunden zusammen sind. Wenn sie Freundschaften mit Besuchern des Zentrums aufbauen. Und wenn sie selbst auf Retreat gehen. Und dann gibt es die Ebene der Laien. Das ist die Ebene des Alltags. Die Ordensangehörige befinden sich auf dieser Ebene, wenn sie ihr Geld verdienen, wenn sie einkaufen gehen, wenn sie ins Kino gehen, wenn sie sich mit ihrem Partner treffen, wenn sie einen Partner haben, wenn sie ihre Familienangehörige treffen und so weiter und so weiter. Also der Buddhist des 20. Jahrhunderts ist sowohl Laie als auch Klostermönch, als auch Waldmönch. Was essentiell ist, ist nicht, zu welcher Gruppe man gehört, sondern dass man Zuflucht nimmt, zu dem Buddha, Dharma und Sangha. Und diese Zuflucht kommt auf alle drei Ebenen zum Ausdruck. Jetzt habe ich das sozusagen angewendet auf Ordensangehörige. Aber nicht nur Ordensangehörige können Buddhist sein. Jeder, der Zuflucht nimmt, ist Buddhist, insoweit er Zuflucht nimmt. Und jeder kann sowohl Laie, Klostermönch als Waldmönch sein. Das sind Aspekte von unserer Praxis, nicht drei völlig unterschiedliche Ebenen. Das Einzige, was zählt, ist die Tiefe der Zuschauer. Und damit ist die Verbindung zur ursprünglichen Lehre des Buddha wieder zustande gekommen.